Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Angezockt, und zwar von Kerbal Space Program 2. Das ist jetzt schon ein bisschen draußen hier im Early Access und der allererste Patch ist auch schon gekommen. Und ich bin ein Fan von Kerbal Space Program. Ich bin zwar kein Experte, wenn es um die Raumfahrt geht, und sicher auch kein Crack, der da krasse Raumstationen und so weiter hinbaut, aber nichtsdestotrotz wollte ich da mal reinschauen und mit euch mal einen kleinen Ausflug ins All machen und mal schauen, wie Kerbal Space Program 2 denn so ist. Aktuell im Early Access, das ist so cool, aktuell fehlt doch recht viel, wie die interstellaren Reisen, der Multiplayer und Co. Es ist eigentlich eher Stand Kerbal Space Program 1, könnte man ein bisschen sagen, und es gibt Performance-Probleme. Also gerade beim Raketenstart gehen die Frames schön in den Keller runter. Hier mit meiner 4090 geht es einigermaßen. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein. Wir gehen als Einzelspieler rein. Und ich habe hier Lion Squad hier schon mal drin, wo ich mal das Tutorial gespielt habe und mir wieder angesehen habe, wie man überhaupt die Rakete startet, wie man sie bedient etc. Ich werde garantiert einiges falsch machen. Unser Ziel soll es heute eigentlich erstmal sein, dass wir zum Mond fliegen, um den Mond herum, wieder zur Erde und auf der Erde landen. Und das... Okay. Das war von meinem Versuch. Das glaube ich... machen wir nochmal. Ich glaube, das Fahrzeug schwirrt jetzt da im Weltall rum. Ja, jedenfalls, wir haben hier wieder diese Fahrzeugfabrik, wo man alles Mögliche halt wieder zusammenbasteln kann und editieren, wie man es halt aus den Vorgängern halt kennt. Aber ich bin bei sowas total schlecht. Also ich brauche da irgendwie was Vorgefertigtes. Ich kann das nicht. Da muss ich mich schon wirklich lange damit auseinandersetzen. Es gibt dann auch hier die Vorlagen. Ein paar kommen vom Spiel her selbst. Man kann natürlich auch eigene speichern. Und was mir da an der Sache noch fehlt, ist, dass man wie so eine Workshop-Anbindung hat. Dass man dann aus dem Workshop sich hier die Fahrzeuge irgendwie zusammenholen kann und dann reinladen. Ich hoffe, es kommt noch. Wir werden hier mit der SLS Artemis 1 starten. Das ist eine Rakete, die total overpowered ist, aber für meine Zwecke reicht's aus. Und die versuche ich mal nicht zu crashen, wie die eine Rakete, die ihr da gerade gesehen habt vom Autosave. Okay, das tun wir mal speichern. Okay, ja, speichern. Und kann ich hier nochmal kurz rausgehen? Weltraumzentrum. Damit ich euch das mal kurz gezeigt habe. SLS Artemis 1 ist auf Kollisionskurs. Okay, ja, das passt. Also hier das Fahrzeugzentrum, wo wir gerade vorher gewesen sind, das Trainingszentrum. Da sind die ganzen Tutorials drin und Ortungsstation. Da sieht man halt, was im All halt gerade so rumschwirrt, wie zum Beispiel da diese eine Rakete. So, das kriegt man einmal ganz kurz weg. Werden wir hier die Sachen zerstören, damit das hier nicht im Weg umgeht. Und wir gehen mal wieder retour. Weltraumzentrum. Startrampen haben wir hier mehrere. Wenn wir uns mal zum Beispiel Startrampe 4 anschauen. Da kann ich mir jetzt auswählen, was ich dort starten möchte. Und wo ist meine... Wo ist meine Rakete? Wieder. Sagen wir mal starten. Und das ist sie. Ein riesen Oschi. Und das ist auch der Punkt, wo die Frames jetzt gleich runtergehen. Also ich bin jetzt schon bei 25 FPS. Das wird dann aber gleich besser, sobald wir im All sind. Wir haben mehrere Stufen. Und ja, jetzt schauen wir mal, dass wir hier ins Weltall reinkommen. Sound haben sie von einer echten Rakete aufgenommen, bzw. von einem echten Start. Da gab es ein Video auf einer YouTube-Kanal. Echt spannend. Kann ich euch nur empfehlen. Wenn ich dran denke, verlinke ich es in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr macht es. Und jetzt heißt's ab zum Mond. Also ausschauen tut's ja schon geil. Thank you.
dass du jetzt schon nach links driftest. Ich glaube, das ist nicht so gut. Also ein bisschen gegensteuern. Okay, und ab 10.000 Meter, glaube ich, war es rechts driften. Holy shit, das Ding hat viel zu viel Schmackes. Aber Face gehören halt einfach mit dazu. Nein, 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 was machst du? Was machst du? Nein! 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 Das Scheiße. Nach oben, nach oben. Alter, nach oben, nach oben. No, bitte. Rette, rette die Rakete. Nein. Scheiße, ich glaube, das wird nichts mehr. Nein, 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 nein. Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Warum? Beim ersten Start hat es funktioniert. Komm, du musst doch irgendwie nach oben kommen. So eine ja. Okay. Da ist die erste Stufe weg. Ja, wir haben es leider nicht geschafft. Ich versuche zu steuern, aber es geht halt einfach nicht. Ja, zurück nach unten würde ich dann sagen, ne? Kann man die ganzen Stufen lösen. Lösen, 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 lösen. Okay. Very good. Mach. Komm, geh auf. Oh mein Gott. Aber Jebediah Kerman, der ist wenigstens gerettet. Ja, schade. Hätte ich nicht früher machen sollen. Ich frage mich, ob er aussteigt, wenn er unten ist. Naja, also wirklich klar kommt er hier nicht, ne? Ja, 10 Meter pro Sekunde, 11 Meter pro Sekunde. Können wir hier ein bisschen vorspulen. Und wie gesagt, besser mit den Frames kriege ich es leider nicht hin. Das ist der große Nachteil hier von dem Early Access. Und wir sind unten. Cool. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir nochmal in die Fahrzeugfabrik. Da, Fahrzeugfabrik. Hä? Ah, jetzt. Warum bist du auf einmal so seitlich gegangen? Das verstehe ich jetzt nicht. SLS. Laden. Okay, wir probieren das jetzt nochmal. Startrampe. Das wollte ich jetzt nicht. Startrampe. Startrampe 2. Starten. Ich hab's mit der schon rausgeschafft in den Weltraum. Wo sie dann später explodiert ist. hoch. Hab ich da was falsch gemacht? So. Ich mag die Sprache von denen. Das ist so knuffig. Startversuch Nummer 2. Bitte mach keinen Scheiß. Bitte mach keinen Scheiß. Schaut
gut aus. Boah, Nervenkitzel pur. Da sind 200 Meter. Sehr gut. Eventuell kommt ja sogar noch mal eine Wettersimulation. Also sie haben es zumindest mal im Hinterkopf. Oh je, jetzt steht das Spiel irgendwie. Ja, geht weiter. Sehr gut. Definitiv weiter wie vorher. Okay, und jetzt, so bei 10.000, werden wir dann versuchen, so seitlich zu gehen. Also ganz leicht. Also ich mag das nicht, wie das so rumwabbelt. Gleich bereit für die allererste Stage. Schön auskosten hier. Erste Stage. Oh. Ich übertreibe jetzt hier. Oh, Frames sind voll am Arsch gerade. 10 FPS. In dem Weltall merkt man es dann nicht mehr so. Aber da sollten die Frames dann auch wieder besser werden. Schauen wir uns mal ganz kurz auf der Karte, wie es ausschaut mit der Flugbahn. Ja, okay. Ein bisschen mehr seitlich. Und wir sind im Weltall. So. Jetzt muss das hier einfach noch viel größer werden. Damit wir hier schöne Umlaufbahn kriegen. Versuche jetzt hier mal die Rakete ein bisschen zu steuern. Noch wäre es ein Crashkurs. Das sieht man hier an dem hier. Tim, ich bringe dich sicher zum Mond. Hoffe ich zumindest. Ja, das schaut schon mal nicht so schlecht aus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. 81.000 Meter. Ah, viel braucht's nicht mehr. Okay, Stufe aus. Und jetzt müssen wir Manöver planen. Ab hier Manöverplan erstellen. Ja, ja, ich weiß es. So, damit wir hier so einen schönen Orbit hinkriegen. Das war der erste. Manöverplan. Mal kurz schauen. Ja, hier würde ich vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Kann man dich mal verschieben, bitte? So, dann hat es so einen halbwegs normalen Orbit. Alles klar. Manöverplan steht. Dann kommen wir hier rum. Da hinten ist der Mond. Und jetzt haben wir hier
quasi die Möglichkeit vorzuspulen, bis wir die erste Zündung machen müssen. Wenn wir hier vorspulen. Und ausrichten. Manöver. Komm, tu dich mal ausrichten. Wieso tust du das nicht? Hello. Stabilisierung ist an. Manöver. Komisch. Warum machst du das nicht? Jetzt bin ich gerade überfragt. Teilemanager. Warum geht das jetzt nicht? Ne, wir haben dann auch hier Rückbericht. Wir sind nicht ausgerichtet. Oder geht das mit der Stufe gar nicht? So was, das trennen wir jetzt mal. Es ist jetzt nicht das weggegangen, wo ich dachte, dass es weggeht. Okay. Alles klar. Das war jetzt irgendwie nicht so mein Plan. Ich komme mit der überhaupt nicht klar. Okay. Dann, komisch, was habe ich da jetzt falsch gemacht? Die Körper-Space-Programm-Experten werden es garantiert wissen. Wir gehen wieder zurück. Und zwar auf die Ortungsstation. Wir werden das leider mal zerstören hier. Zerstör den. Zerstör den. Debris. Zerstören. Ja, stimmt ja. Das ist eigentlich nur ganz cool, dass der Weltraummüll hier auch noch rumfliegt. Alles zu. Okay, wir gehen mal zur Fahrzeugfabrik. Und nutzen mal eine Rakete, die vom Spiel kommt. Das war jetzt eine, die ich mir aus dem Forum runtergeladen habe. Wo ist denn die Körper-2? Die K2-Rakete soll sowohl den Moon oder Minimus erreichen und sicher nach Hause zurückkehren, aber nur unter der Voraussetzung, dass Chap nicht der Pilot ist. Okay. Laden. Ja, ist ein dicker Oschi. Probieren wir es mal mit der. Alle guten Dinge sind drei. Gut. Dann macht diese Finnen hier. Ja. Jetzt werden wir jetzt mal überspringen. Ich habe das Gefühl, der ist viel schneller. Ehre für den Lion Squad, wir müssen es bis zum Mond schaffen. So, jetzt ein bisschen seitlich. Mehr seitlich. Wie wär's mit Gas geben? Warum macht ihr jetzt nichts mehr? Alter, warum bist du nicht an? Warum gibst du nicht Feuer? Was soll denn der Scheiß? Ah, das kann jetzt nicht wahr sein. Das wäre ja wieder die nächste Trennung. Wieso hat die jetzt nicht gezündet? Zurück zum Start.
Doch, Rückkehr bestätigen. Das verstehe ich jetzt nicht. Die hätte doch jetzt eigentlich zünden müssen, oder soll ich das... Soll ich da noch gerade bleiben und die kommt damit klar? Das sind so die KSB-Momente. Alarmfahrzeug ist aus... Ja, ist klar. Tschüss. Neuer Versuch. Alle guten Dinge sind vier. Soll der nur dranbleiben mit der Stufe? Das erste. Weil das jetzt hier noch eine eigene Stufe ist. Ja, dann bleiben die halt erstmal noch dran. Und weiter nach rechts. Komm. Oh, Frame Drop. Bessere Atmosphäre. Okay. Ich schau mal außen aus. Komm, boosten, solange es geht. Okay. Okay, jetzt haben wir nur noch den Kollegen hier. Dam. Mal kurz nach außen schauen. Ich glaube, Zündung stoppen an der Stelle. Probieren wir das nochmal mit dem Manöver hier. Okay, dann vielleicht hier noch ein Manöver. Manöverplan erstellen. Nee, das muss hier, glaube ich, schon das erste Manöver größer sein. Und das zweite... Reicht mir eigentlich nicht unbedingt, oder? Ja gut, dann hätten wir hier mal ein Orbit. So, diesmal kannst du dich ausrichten auf Manöver. Bisschen rechtsläufig. Manöver. Wenn wir mal kurz vorspielen. Ich dachte für Manöverausrichtung. Ah, das wird schon passen. Wir gehen mal nach vor. So, Zeit fürs Manöver. Dann noch ein bisschen vorspulen. Doch so lang zünden. Kritisch mit dem Sprit hier. So,
Dann hätten wir das geschafft. Dann fehlt jetzt nur noch das zweite Manöver. Wo tun wir das platzieren? Hier. Muss ich mal ein bisschen weiter rauszoomen. So. Dann haben wir hier den Orbit. Ja, vorspulen zu dem. So, bereit machen für Manöver hier. Es wird garantiert sparsamer gehen. Aber ich bin halt Anfänger. So, ist er das da unten? Sind auf der dunklen Seite. Okay, dann. Der Plan zum Mond. Wir brauchen wieder diese Karte hier. Der Moon. Ziel setzen. Die Frage ist, wie kommen wir zum Mond? Ursprung zum Punkt, nee. Ah, shit, wie ging denn das nochmal? Manöverplan. Ursprung zu einem Punkt. Manöverplan erstellen. Wann, wo und wo wird man den Mond treffen? Hier schon mal nicht. Wo ist der Punkt? Nee. Wir den doch nur per Drag and Drop ziehen. Das kann es doch nicht sein, oder? Ich tue das mal vergessen hier. Ich bin so ein Anfänger. Manöverplan. Das ist zu weit. Das ist weit. Ob jetzt auch nichts bringen. Wären zwar auf der Höhe. Das ist schon besser. Ja, das glaube ich könnte was werden. Zündung 45 Sekunden. Oh, ob wir das wieder zurückschaffen? Probieren wir das mal. Okay, wir gehen hier wieder rein. Manöver. Ach, das Solar-Ding, da könnte man eigentlich mehr rausmachen. Damit wir Saft haben in der Maschine. Ich glaube, das wird nicht gut enden. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Zündung! 45 Sekunden. Holy shit, wir haben dann de facto keinen Sprit mehr. Ja, ich glaube, das mit der RT wird nichts mehr. Jetzt könnte man natürlich eine Rettungsmission planen.
6, 5, 4, 3, 2, 1 und aus. Schauen wir mal. Ah ja. Okay, das hat funktioniert. Schauen wir mal da hinten mit dem nächsten Manöverplan. Kann ich da irgendwie... Oh, Kamera. Ah, da wird es dann um den Mond einmal so rumgehen. Oh, das wäre dann crashen. Und schießen wir hier hinten wieder raus, oder was? Ich glaube, das ist mein Manöverplan. Lass mal jetzt erstmal. Löschen und werden erstmal ein bisschen die Zeit vorspulen. Bis wir hier beim Mond sind. Und aus irgendwelchen Gründen werden wir hier langsamer. Okay. Stopp. Manöverplan erstellen. Wir müssen hier irgendwie wieder retour kommen. Alt, das war jetzt ganz falsch. Löschen bitte. Manöverplan erstellen. Das heißt, in die Richtung, ob ich das jetzt richtig gesehen habe. Ja, und dann schaltet es uns. Okay, so hätten wir dann ein Orbit um den Mond rum. Und wie kommen wir dann wieder zur Erde? Der schaltet uns da so wieder raus. Wenn wir hier nochmal einen Manöverplan machen. Nee, da schmeißt er uns raus. Und landen dann da draußen irgendwo. Das wäre wie so ein Katapult. Ich glaube, das müssen wir auf der komplett anderen Seite machen. Löschen. Okay, was ist, wenn wir das hier machen? Dann würden wir hier bei der Erde da hinten. Nein. Alter, ich will doch das hier anklicken. Nein. Hallo, Manöver. Steuerung. So planen, dass wir irgendwie ganz knapp bei der Erde. Na, das war zu viel. Okay, und dann hier bei der Erde. Manöverplan erstellen. Dann wären wir hier wieder im Orbit, beziehungsweise können wir so machen, dass es ein Crash wird. Ja. Okay, das sieht nach einem Plan aus, der schief geht. Ich würde sagen, das machen wir so. So. Vorspul, bis soweit ist. Wo ist denn der Mond? Da ist die Erde. Wo ist der Mond? Hallo? Mond? Hallo? Da ist er. Cool. Also, Manöver. Ausrichten. Wird sich eh nicht ausgehen mit dem Sprit.
vielleicht geht es doch aus. Mal sehen. So, das wäre Manöver Nummer 1. Wie schaut die Bahn jetzt aus? Ja, jetzt fliegen wir rundherum. Zum Manöver vorspulen. Okay, jetzt hat er mir das komplett wieder gelöscht. Manöver. Ich bin halt wirklich nicht gut in sowas. Wären wir wieder bei der Erde. Also Kerbel, Entschuldigung. Ich glaube, hier wäre es am ehesten. Ja, hier so. Geht noch ein bisschen mehr. Ja, so machen wir es. Cool. Nächstes Manöver. Einmal um den Mond herum. Wieder Spezialansicht. Manöver bitte. Kann man das machen, so dass ich... Sterneneinstrahlung. Ja, ja, ist okay. Für nur 3 Sekunden. Achso, dann warte mal, das dauert noch länger. Echt so wenig hat das schon ausgereicht? Tatsache. Wir könnten es vielleicht doch noch schaffen. Geil. Ja dann. Verschwollen und tschüss Mond. Danke fürs Mitnehmen. So, und jetzt brauchen wir noch irgendwie... Was? Antinormal? Normal, radial. Ich gehe mal davon aus, dass man was gegen das Ziel, Ziel gegen das Ziel. Du bist jetzt unser Ziel. Und über Planer stellen. Irgendwie so, dass man natürlich jetzt da irgendwie reincrashen, ne? Okay. Für 20 Sekunden. Gibt es auch effizienter? Dass wir nicht so lang zünden müssen. Ah, 11 Sekunden. Okay. Vorspulen. Hallo, Herr Kerberl. Tschüss. Ahnmanöver bitte ausrichten. Ups, 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 ups. Sehr gut. Geht sich ja aus. Sehr cool. Und jetzt kommt der Part, den ich noch nicht gemacht habe. Der Landung. Wir können das Teil dann nochmal abstoßen. Ja, vielleicht nicht allzu schnell. Fuck. Das glaube ich,
war vielleicht ein bisschen viel vorspult. Ach nee. Schade. Schade, schade. Ich würde es am liebsten gern irgendwie zurückspulen. Aber das geht leider nicht. Also ich glaube, es gibt irgendwo die Funktion, aber keine Ahnung wie. Jedenfalls, das war so ein kleines Abenteuer mit Kerbal Space Program. Wir haben es leider nicht geschafft zu landen. Ich werde auf alle Fälle mehr zeigen davon. Vor allem, wenn da der Multiplayer und so draußen ist. Und bis dahin werde ich mal ja üben, sage ich mal. Aber es war mal wieder spaßig, mit Kerbal Space Program einen kleinen Flug zu machen. Aber ja, bis ich das mal schaffe, eine komplette Runde, dort dauert es noch ein bisschen. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Und dann sehen wir uns schon bald. Tschüss! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.